Also das Thema Sicherheit bleibt in Norderstedt ein wichtiges Thema. Und wir hatten zwei Anfragen aus der Politik, die wir auch beantwortet haben. Das einmal ist das Thema Kameraüberwachung an den Bahnhöfen Norderstedt-Mitte, Garstedt und Willy-Brandt-Park. Und das haben wir gesagt, geben wir auf den Weg, sobald der Haushalt beschlossen ist. Und das ist er ja nun. Das heißt, da erfolgt tatsächlich die Ausstattung. Und dann würden diese Bilder ja zur Täterermittlung, Täterinnenermittlung herangezogen werden. Aber unser Ziel wäre es auch, diese Bilder in der Schnittstelle zur Polizei auch anzudocken, damit die Polizei eben auch entweder aktueller reagieren kann oder eben auch diese Bilder nutzen kann. Da sind wir tatsächlich auch schon in Gesprächen und hoffen, das dann auch in angemessener Zeit anzubinden. Aber wir warten quasi, haben die Ausschreibung vorbereitet, gehen in die Ausschreibung und hoffen dann auch auf eine Kameraausstattung in kürzester Zeit. Dann gab es noch ein zweites Anliegen, das war Sicherheitsdienste, die wir selber auf den Weg geben, die gar nicht unser Ordnungsdienst sind. Und das haben wir geprüft und haben das auch Politik mitgeteilt, dass die Einschränkung, die wir in diesen drei Geländen haben, ist, das ist öffentlicher Raum und wir haben oder Bereich des HVVs, wo wir keinen Zugriff haben, außer Jedermannsrechte. Das heißt, wir würden Sicherheitsdienst losschicken, der im Ernstfall keine Personenkontrollen machen kann, der keine Verweise, keine Platzverweise oder sowas geben kann. Und da müssen wir gucken, dass wir uns für den Willy-Brandt-Park, den wir ja sehr aufwendig sanieren werden in den nächsten Jahren, eine Satzung geben, die zumindest auch ein Hausrecht durchgreifen lässt, so wie wir es im Stadtpark haben, sodass der Ordnungsdienst, der dann kommt, auch sagt, so, ihr seid hier raus und dürft euch hier auch nicht mehr aufhalten. Das muss natürlich dann auch nachgehalten werden. Also da sind keine Gelder im Haushalt enthalten. Da müssen wir gucken, wie wir mit Politik weiter diskutieren, was wir trotzdem machen oder was wir eben erst nach zum Beispiel so einer Satzungsänderung machen. Also wir sind tatsächlich auch mit dem neuen Revierleiter nochmal ganz eng zusammengerückt. Sowohl als Sozialdezernentin hatte ich schon eine enge Zusammenarbeit mit denen, weil das ja auch immer eine Beurteilung der Gefährdungslage in unserer Stadt bedeutet. Und jetzt zu diesem Thema und auch zu den anstehenden, sei es Verkehrsthemen, sind wir ganz eng zusammen. Also wir haben regelmäßige Termine, tauschen uns aus und wir haben uns im ersten Quartal, glaube ich, auch bei jedem Mitgliederversammlung der Feuerwehr getroffen, wo man auf einem kurzen Dienstweg einfach auch schnell Sachen besprechen kann. Wir sind da ganz eng vernetzt. Ich fühle mich da gut angedockt. Ich hoffe, die Polizei sieht das genauso, weil wir das gemeinsam in der Stadt auch bewegen wollen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem